Die Geschichte ist ihr Spielplatz. Abstergo. Hallo Novize. Vor kurzem begann die Forschungsabteilung von Abstergo einige neue Projekte in London. Wir wissen beide, wenn Abstergo aktiv wird, dann haben die Templer etwas vor. Wir glauben, dass sie einem neuen Eden-Splitter auf der Spur sind. Ich habe Leute in London darauf angesetzt. Bishop, Jacob und Evie Fry sind Zwillinge. Wie geil ist das denn? Apropos, mach die Kameras fertig, Beck. Ich habe ein Bild. Wann schickst du die Daten? Sind unterwegs. Das ist eine Menge. Ich werde sofort die Novizen drauf ansetzen. Du siehst komisch aus mit einer Waffe. Noch eine kleine Wanze anbringen und dann mal sehen, was sie uns zeigt. Ich hab was. Isabelle Ardon hat hier eine Verabredung mit irgendwem. Da steht nicht wer. Da steht nicht mit wem, Rebecca. Aber es ist wohl Bishops Job, das rauszufinden. Moment, euer Auftrag lautet, findet Infos zu einem Eden-Splitter in London. Haben wir. Und jetzt würde ich gern das neue Spielzeug probieren. Es gefällt mir nicht, wenn die beiden vom Plan abweichen. Nun ja, wir können nur tief durchatmen und weitermachen. Du suchst nach dem Eden-Splitter in den Erinnerungen von Jacob und Evie Fry, Assassinenzwillinge aus dem viktorianischen London. Der erste Satz Erinnerungen wurde heruntergeladen. Viel Glück. Bruder George, es kam wie befürchtet. London ist gefallen. Dreimal schrieb ich dir und bat um Hilfe. Dreimal hast du geantwortet mit Schweigen. Und doch schreibe ich dir erneut, so verzweifelt bin ich. So wenige Auswege sehe ich. Ich brauche dich. London braucht dich. Du würdest sagen, die Aufgabe ist zu schwierig oder dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Zu Geduld würdest du mir raten. Doch während du wartest, festigen die Templer ihre Macht. Sie haben einen neuen Großmeister gewählt. So skrupellos, so gründlich, dass man meinen könnte, Reginald Birch selbst sei zurückgekehrt. Sein Name ist Crawford Starrick und er will die ganze Welt beherrschen. Es gibt keinen Bereich der Gesellschaft, den er nicht kontrolliert. Keine Industrie kann sich seinem Einfluss entziehen. Bei Tage sind es gewissenlose Händler und korrupte Politiker, die bei ihm Hof halten. Und des Nachts verbreitet eine berüchtigte Straßengang namens The Blighters Angst und Schrecken in den Herzen der Bevölkerung. Es gibt kein Geschäft, das er nicht vergiftet, keine Person, die er nicht missbraucht hätte, sei es durch falsches Spiel oder rohe Gewalt. Und zusätzlich hat unser Feind es auch noch auf das höchste aller Ämter abgesehen. Und während du dich nach innen wendest, darf ich wagen, es zu behaupten, aus Angst wendet sich Crawford Starricks Ehrgeiz neuen Ufern zu. Zu Ländern und Kontinenten, die bislang unbesiegt waren. Nicht mehr lange, denn er weiß, wie ich es dir sagte, wieder und wieder und wieder, wer auch immer London beherrscht, beherrscht die Welt. Ferris Ironworks, Croydon, 1868. Hier wird das Eisen verladen. Der Templer, der hier das Sagen hat, ist Rupert Ferris, unser erstes Ziel. Nummer zwei ist Sir David Brewster, der in den Besitz einer Sache kam, die uns in diesem Krieg ruinieren könnte. Denkt ihr beide, ihr schafft das? Was für eine Frage. Oh, richtig. Mein Fehler. Meine Damen und Herren, die unaufhaltsamen Fry-Zwillinge. Erleben Sie sie allabendlich im Covent Garden. George, ernsthaft, ich habe mir die Laborpläne angesehen und kenne jeden Weg. Und ich habe alles, was ich brauche, hier bei mir. Ich richte Ferris deine Grüße aus. Später, George. Wir müssen den Zug erwischen.
Jacob! Evie! Möge das Credo euch leiten, ihr Galgenstricke! Armer Kerl, noch ängstlicher als sonst. Die Zeit war nicht gnädig zu ihm. Evie Fry, woher hast du das nur? Vom selben Ort wie du, Jacob. Stirb nicht! Dauert das noch lange oder geht's hier bald weiter? Er hält die anderen von der Arbeit ab. Stopft ihm das Maul und repariert die Maschine. Und bringt mir Laudanum für meinen Kopf. Nur ein wenig Geduld. Und damit heiße ich euch willkommen zu einem neuen Projekt auf diesem Kanal. Und zwar spielen wir Assassin's Creed Syndicate. Und zwar eine kleine Neuerung mit Facecam. Und oh mein Gott, wenn ich die Facecam einschalten will, dann gibt es das Fortschrittslogbuch. Wunderbar. Ich will gar nicht wissen, was bei F2 passiert, wenn ich sie wieder ausschalte. Folgendes. Ich werde die Sequenzen ohne Facecam spielen. Den Rest mache ich einfach mal mit, weil es haben sich einige Leute gewünscht und ich dachte, das machen wir mal so. Die Grafikeinstellungen gefallen mir jetzt noch nicht so ganz. Deswegen werde ich die auch einmal ganz kurz umswitchen und gucken, ob ich da irgendwas hinbekomme, dass es ein bisschen schöner aussieht. Und dann sehen wir uns gleich wieder mit einer hoffentlich besseren Auflösung, besseren Grafik. Und dann spielen wir endlich im viktorianischen London. Ah, so schön, ich freue mich voll, ich bin super aufgeregt. Bis gleich. Ja, man erkennt irgendwie kaum einen Unterschied. Falls ihr euch wundert, wenn ich ab und zu mal rüber gucke, mein einer Bildschirm ist ein bisschen defekt. Der geht ab und zu mal aus und dann geht er wieder an. Und dann muss ich ab und zu mal darüber gucken, weil da läuft nämlich die Bildschirmaufnahme und dann gucke ich zwischendurch mal, ob die Aufnahme überhaupt noch läuft, etc. pp. So, an die Steuerung muss ich mich erstmal wieder gewöhnen. Aber da hat sich nicht sehr viel verändert. Das ist ähnlich zu Unity. Wir starten als Jacob Fry. Ich muss sagen, ich glaube, das ist ein sehr, sehr sympathischer Charakter. Was glaubst du, was du da machst? Aufhören, bevor wir Ärger kriegen! Okay. Niemand kommt rein oder raus, außer es gibt ein Problem. Ich halte die Maschinen an, die Tür öffnet sich und ich habe einen Weg zu Ferris. Good idea. So machen wir das. Solange es kein Problem gibt, dann sorgen wir doch mal für Probleme, oder? Da fliegt mir eine Idee zu. Na, was hast du vor? Noch mehr sabotieren. Und ich finde es sehr sympathisch, dass Evie die Stimme von Ranmuri hat. Muss ich gleich immer an Conan denken. Wir sind noch nicht ganz fertig. Einmal geht noch. Die Arbeitsbedingungen hier sind wirklich nicht wirklich freundlich. Ja? Nicht wirklich arbeitnehmerfreundlich. Was soll denn das? Wer ist dafür verantwortlich? Nicht wir, Sir, ich schwör's. Er sagt die Wahrheit. Dafür. Und tschüss. Wer bist du? Der Hygienebeauftragte. Dieser Mann ist tot. Du bist der tote Mann. Hau ab nach Hause, Junge. Gleich wirst du. Ich schwitz dich auf. Okay. Wir dürfen also ganz normal angreifen. Wie geil ist das denn? Da können Hüte fliegen.
Wie cool ist das denn? Ein paar letzte Worte. LOL! Sie sprechen der Verteidigung mit der Leertaste. Auch das kennen wir ja schon. Wow! Jacob, ich liebe deinen Stil. Plündern können wir offensichtlich noch nicht. Oh. Nun zu dir, Ferris. Ich muss noch etwas weiter nach oben. Jacob hat schon eine heiße Stimme. I like. Weiter nach oben. Das ist schon ziemlich geil gemacht, ne? So mit diesem ganzen Industriellen. Fällt mir sehr gut. So, Moment mal. Das halten, das halten, das halten. Geil! Gegner, die sie sehen können, schöpfen Verdacht. Wenn sie deren Blickfeld bleiben, werden sie aggressiv und greifen an. Gehen sie hinter eine Deckung, um Gegner abzuschütteln. Sie werden dann ihre letzte bekannte Position untersuchen. Auch das kennen wir schon aus Unity. Letzter Fehler, den du jemals machen wirst. Aber... Tschüss! Das macht mir Spaß. Oh, jetzt können wir sie plündern. Was hast du denn? Moment mal, wir können ja erstmal hier hochgehen. Ich glaube, dann vermeiden wir so ein paar Leute. Ach, klappt jetzt so. So. Oh, da sind einige. Guck grad, wie man da am besten hochkommt. Vielleicht indem ich hier hochklettere? Sollte möglich sein. So. Ah, guck an. Das war sogar die richtige Entscheidung. Springhase. Er gehorcht mir. Nicht so wie Arno. Tutorial Schleichen. Wenn Sie mit C schleichen, sind Sie schwerer zu entdecken und Sie können sich schneller bewegen. Der Schleichring zeigt Gegner über und unter Ihnen an. Ah, das ist neu. Halten Sie hinter einer Deckung die rechte Maustaste gedrückt, um zu zielen, drücken Sie dann die linke Maustaste, um Messer zu werfen. Oh, gefällt mir. Also sind dort Gegner über uns? Nee, da. Ah! Oh, wie cool! Oh man, I like it. I really like it. Hallo? Aber dieser Hut, ne? Hey, jetzt hat er eine Kapuze auf? Den Hut, den er eben auf hatte, den fand ich nicht so geil. Da hätte man auch runtergehen können. Nö, ist zu einfach. Fallen lassen können wir uns immer noch. Ist das der einzige? Nee, da ist noch einer. Deswegen können wir nicht vielleicht so und uns hier fallen lassen. So. Kiss my ass! Oh dear! What's your problem? Hm?
Da ist er! Schwupp! Mich hat keiner gesehen! Hier ist sehr viel Kinderarbeit. So, wir müssen hier hoch. Sehr gut. Aber wie kommt er von hier, oder nicht? Schaff ihn weg! Ganz ruhig. Oh, so viele Waisen. Können wir vielleicht im Laufe des Spiels auch Waisen... Hört auf zu kreischen! Im Laufe des Spiels vielleicht sogar Waisen adoptieren? Das wäre doch cool. Ich glaube, Jacob wäre ein toller Papa. Er ist zumindest mega cool. Ich mag ihn jetzt schon. Geht da mal runter. Oh, die sind hier alle so aggressiv. War das damals so? War das damals wirklich so aggressiv? Hi! Do you want to clean my boots? Well, but it's really interesting that everyone is talking English. Ist natürlich sehr authentisch, ja, aber es gibt bestimmt auch einige Leute, die nicht so bewandert sind im Englischen. Oh, shut up. Ach, da ist die Mütze! Na, sieh mal einer, guck. Also, wenn wir im Schleichmodus sind, setzt er sich so ganz sneaky seine Kapuze auf und packt die Mütze weg. Und dann... da ist sie wieder! Hi. Habt ihr gerade ein Date? Hallo? Geil. Er und seine Mütze. Mr. Ferris, der Knabe aus der Fabrik sollte vom Apotheker verbunden werden. Gut, aber kürzt ihm den Lohn. Puh. Yes, Sir. So ein Arsch! Es wird Zeit für die Endabrechnung, Mr. Ferris. Ja, ehrlich. Ist ja sympathisch. Ja, Mensch, der hat ja selber Schuld eigentlich, gell? Weil der Vollidiot hat sich ja freiwillig erschlagen lassen. Oh nein, das sind zu viele. Juhu, egal. Ich verfluche gar nichts, genau. Ich versuche hier gar nichts. Stress mich nicht. Wir machen hier jetzt einen Treppenkampf. Boom! Er hat Stil. Er hat sehr viel Stil. Ah, geil! Die sneaky Kapuze. Ups. Das wollte ich eigentlich gar nicht, aber okay. Ich wollte da raufspringen. An die Steuerung gewöhnen wir uns noch. Oh, was ist das? Das sieht heiß aus. Das sieht schmerzhaft aus. Oh. Das sieht alles sehr, sehr schmerzhaft aus. Kann ich hier sterben? Nobody knows. Ich muss auch gestehen, ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Das ist komplett neu für mich. Ich habe nämlich damals so bis Unity gespielt. Vito hat mir 2017 dann zum Geburtstag Syndicate geschenkt. Aber das war's dann auch. Dup, 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 dup. Und tschüss. Ah, dieses Assassin's Creed Feeling. I love it. Mercy, can you eat that? Plupp. Ah, genau. Und hier haben wir auch tatsächlich das erste Mal ein Aufleveln des Charakters. Attentate bringen Punkte. Keine Ahnung, wahrscheinlich auch Verstecken und so weiter. Bringt alles Punkte.
Und dadurch können wir mit unserem Assassinen verschiedene Level erreichen. Ich habe niemanden gesehen. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Ich verbleibe, bla 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 bla, Rupert Ferris. Schicken Sie das an Mr. Starrick, Miss Stone. Wie geht es eigentlich Ihrem Vater? Ich hoffe, der... Bla 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 bla. Ups. Das ist erledigt. Oh. Und was hast du erreicht, Bursche? Ein loses Rad in Starricks Getriebe. Ein großes zwar, doch das reicht nicht. Euer Großmeister wird fallen. Ihr Assassinen könnt um London kreisen, so viel ihr wollt. Der Apparat, den wir erbauten, hält euch schon seit 100 Jahren stand. Und hält noch 1000 weitere. Er ist die gesamte Stadt an sich. Wir werden euch London entreißen. Von Croydon aus? Du versteckst dich im Schatten, wie ein Feigling. Ich bezweifle es. Oh, hallo Assassin's Creed 1. Gut, die Templerverschwörung haben wir hier jetzt tatsächlich auch noch im Logbuch drin. Hier haben wir nochmal... Ah, okay. Das ist interessant. Eroberungsaktivitäten. Das wird dann wahrscheinlich so sein wie in Assassin's Creed Revelations, dass die Assassinen gegen die Templer und alle haben ihre Stützpunkte und die werden natürlich regelmäßig angegriffen. Rupert Ferris haben wir eliminiert. Als nächstes haben wir David Brewster. Wir machen es hier auch wieder. Wen es interessiert, der darf es sich liebend gerne durchlesen. Ich scroll hier einfach mal durch. Wen es interessiert, der kann gerne kurz auf Stopp drücken. Das gleiche machen wir mit Rupert Ferris. 1830 geboren. So alt war er also noch nicht. Was haben wir hier noch? Eigenschaften. Ach, wie cool. Das heißt, wir schalten uns hier wirklich regelmäßig was frei. Das gefällt mir. Gut. Da ist irgendwo eine Wache. Ach, komm. Hier müssen wir raus. Damit haben wir das Sperrgebiet verlassen. Also kannst du dir wieder ganz sneaky deinen Hut aufsetzen. Der Assassine tötet ihn! Los, ihm nach! Was? Wie gerufen. Tschüss! Mach's gut! Wuh! Mit dem hatte ich jetzt nicht gerechnet, hör mal. Ah, hab ich nicht. Tut mir leid. Na, komm her. So. Ah, okay. Und da haben wir dann jetzt tatsächlich auch immer die Level angezeigt von den Wachen. Lebensanzeige ist, glaube ich, unten links, ne? Halt alles noch so neu. So. Das ist der nächste. We did it. Oder auch nicht? Habt ihr die Hosen voll, Jungs? Ha!
Ja. Tja, da gab es wohl einen außerplanmäßigen Halt. Ich mag ihn. Du bist sneaky geil, du. Gut, dann klettern wir fix mal nach unten. Mach's noch mehr kaputt. Oh. Oh. Wie cool das eigentlich aussieht. Nicht nur eigentlich, auch uneigentlich. Wie kommen wir denn hier lang? Oh, Jacob. Mach noch mehr kaputt. So. Flup. Und flup. Nächstes Mal gehe ich zu Fuß. So ein kleiner Sympathikus. Damit haben wir Sequenz 1 beendet. Sand im Getriebe. Wie lange haben wir gespielt? Ich will noch ein bisschen weitermachen. Und jetzt schlüpfen wir in die Haut. In die Haut von Evie. 2010, Rebecca Crane rettet Shane. Was? Sean Hastings? Was? Was stand da? Das muss ich mir gleich in der Aufnahme nochmal angucken, was da stand. Hm. Steric and Co. Der Hof. Quartier der Wache. Roosters Laboratorium. Dort werden wir mit Sicherheit den Edensplitter finden. Keine Spuren. Und jetzt entkoppeln wir die Lokomotive und sorgen für Ablenkung. Wo sind sie? Wo sind Brewsters Vorräte? Feigling. Okay. Ich muss unbedingt hier diesen Key nochmal umändern. Wer ist da? Okay, Evie ist offensichtlich eher die Schleicherin. Es ist Zeit für die Ablenkung. Während... Jacob... Ich bin unterwegs, Sir David. Der Haut drauf ist. Wer ist Sir David? Oh, da ist die Kiste. Ah. F. Okay. Reflexwürfe gibt es also auch. Da hat was geglitzert. Ich glaube, wenn wir jetzt hier vorne... Ja, das habe ich mir gedacht. Vorräte kann man immer gut gebrauchen. Wurfmesser ebenfalls. Sehr schön. Und... Hallo, Jungs. Meine beste Freundin hat mir auch erzählt, dass man in diesem Spiel wohl auch überlegen kann, wen man spielt. Also man hat die Wahl zwischen Evie oder Jacob. Das finde ich schon ziemlich nice. Ist ja auch in Syndicate so. Syndicate. Wir spielen gerade Syndicate Odyssey. Nein, nein. Ich bin nett. Manchmal. Ach, sie ist auch so cool mit ihrer Kapuze. So, Kapuze. Was ist los heute mit dir, Valkyria? Die ist hier aufgetaucht wie Falschgeld, oder? Ich wette 5 Schilling, dass sie nicht zufrieden ist, wie es läuft. Dann sieht es wohl nicht gut aus für den alten Sir David. So, ich laufe jetzt einfach.
Und tschüss. Was will die denn hier? Ich will deine Truhe. Hab sie vor dem Ohr. Mach mich stolz, Freunde. Ich schau. Ach komm. Da müssen wir die Kollegen halt einmal ganz fix. Na komm. Einer muss hier in den Rücken fallen. Hattest du das etwa gerade vor? Boom. Und sie haben beide ihren eigenen Kampfstil. Ew. Der ist ein bisschen verdreht. Okay. Wir machen jetzt auch nur den ersten Part so lang. Riecht, als hätte Jacob gekocht. Beschäftigt euch, während ich ins Labor schleiche. Ins Labor. Was erwartet uns dort? Folgt mir die Schienen entlang. Du bleibst hier. Pass gut auf. Alles klar. Ich rufe, falls es Ärger gibt. Erstmal einen Überblick verschaffen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Wie konnte sich das lösen? Nicht dein Problem. Hol einfach die Ladung. Warten wir einfach mal fix ab. Die Frau, da hat bestimmt später auch noch eine größere Bedeutung. Ist noch einer. Okay, ich bin noch mal gespannt, wie das hier abläuft mit den Nebenquests. Ob ich die dann wieder außerhalb mache, auch mit dem Hochleveln und so weiter. So. Wieder was Altbekanntes. Ich brauche noch etwa 2 Wochen mit dem Gerät. Ihre fragwürdigen Methoden fangen an, unerwünschte Aufmerksamkeit zu erregen. Sie hatten mehr als genug Zeit, um Ergebnisse zu liefern, Sir David. Mir war nicht bewusst, dass man von mir erwartet, wie ein dressierter Hund zu arbeiten. Darf ich Sie an Ihre Verpflichtung gegenüber dem Orden erinnern? Miss Thorn, reiten Sie diesen Gaul nicht zu Tode. Sir David, ich komme morgen wieder. Ist das Geheimnis des Geräts dann nicht entschlüsselt, vergessen Sie Ihre Hunde und Gäule. Denn dann warten die Wölfe. Guten Tag. Mir wurde nur ein kleiner Werksrundgang versprochen, my Lords. Er hat dich geschickt. Er hat für Green spioniert. Unterzieht den Mann einem Verhör. Dann bringt ihn zu mir ins Labor. Eine Schande. Aber nur nicht von der Mission abweichen. Seien Sie ein Assassine. Assassinen sind stärker, wenn sie gefährliche Gebiete aus einer erhöhten Position infiltrieren. Setzen Sie das Adlerauge V ein, um Schleich- und Attentatsgelegenheiten zu identifizieren. Verstecke und nützliche Objekte werden weiß hervorgehoben. Okay, die sind ja mittlerweile alle weg. Markieren Sie Gegner, indem Sie mit dem Adlerauge ansehen. Markierte Gegner sind auch durch Wände zu erkennen. Und das kennen wir auch schon aus Unity. Oh. Okay. Dann wollen wir mal. Ich habe es gerade schon mal versucht. Das war eine Katastrophe, deswegen habe ich das jetzt einfach mal rausgelassen. Ich habe auch das mit dem Fässer nicht so ganz kapiert. Denn, um volle Synchro zu erreichen... Da
sollen wir hier unsere Gegner mit 5 hängenden Fässern töten. Das Problem ist halt, ich habe es nicht geschafft. Deswegen gehe ich das Ganze jetzt nochmal an. Und hoffe, dass es gleich besser wird. Was kann man denn mit so einer Feuertonne machen? Nein, 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 nein. Ihr habt mich nicht gesehen. Könnt ihr hier hochklettern? Sagt mir nicht, dass die hier hochklettern können. Noch nicht, bitte. Sind die hochgeklettert? Nein. Sind die wieder auf ihrer Position? Ja. Das waren 2. Fehlen noch 3 und da hinten ist nämlich auch so ein schönes Fässer-Dingens. Und da sind sogar relativ viele Leute drunter. Aber als ich das eben versucht habe, ist mir der Typ da vorne blöderweise in den Abgrund gestürzt. Dann waren die Leute da unten abgelenkt. So. Jetzt fehlt noch Glatzi, aber Glatzi kriegen wir auch noch. Wenn man weiß, wie es funktioniert, dann... So. Das wäre es gewesen. Sind wir aber erst bei 4 von 5. Heißt, einmal geht noch. Einmal geht noch, einmal geht noch rein. Bin fast da. Aber, du musst doch noch deine Aufgabe erfüllen. Wo ist nur Bruce das Laboratorium? Nach allem, was wir wissen, müsste es doch hier sein. Hier vielleicht? Ein geheimes Laboratorium. Sieh mal an, vielleicht kann ich doch bei diesem Feuer behilflich sein. Was wünschen Sie denn von mir zu erfahren, my Lord? Ich bin ganz Ohr. Schwupp. Können wir nicht rein? Genau das sagte meine Mutter letztens, als ich zum Boxkampf ging, und doch drückt sie immer ein Auge zu, wenn ich mit dem Gestehe! Sonst halte ich meinen Kumpel nicht länger zurück. Dieses Mal gehst du mit leeren Händen heim. Das wollte ich hören. Dann gib's ihm! Er hat hier nichts zu suchen! Nein. Und tschüss! Ja. Ah, aufrichtigen Dank. Ich wollte mich gerade selbst befreien, als, wer hätte es gedacht, Sie mich retteten. Wo ist das geheime Labor? Binden Sie mich los, dann können wir plaudern, Milady. Mir fehlt die Zeit. Sagen Sie es mir. Im Untergrund. Man braucht einen Schlüssel. Eine der Wachen hat meinen, der Lauser. Danke. Und
das losbinden? Sie fanden rein. Sie werden sicher auch wieder rausfinden. Keine Sorge, Milady. Ich habe noch einige Tricks aus meiner Zirkuszeit in petto. Prima. Sympathischer Typ auf jeden Fall. Wenn da nicht doch noch eine Romanze bevorsteht. So, wir müssen hier wieder raus. Hier kommen wir nicht wieder raus. Wir sind von unten gekommen, also gehe ich auch von unten wieder raus. Wie sie sich so sneaky ihre Kapuzen immer überziehen, das ist herrlich. Hinter mir sind Wachen, aber nicht vor mir. Gut zu wissen. Hier sind wir reingekommen. Das ist schon so weit vorne hier. Ich krieg doch die Mission nicht hin, wenn ich... Ich brauche doch noch mehr Säcke, die ich erschlagen kann. Ah, hier sind keine. Die wollen alle nicht. Den Schlüssel in der Tasche oder Miss Thorn wird dir die Hölle heiß machen. Lass uns mal nach unten gehen. Ich würde das Artefakt so gerne sehen. Nicht, wenn du am Leben hängst. Miss Thorn. Sie ist ein Eindringling. Hey, lass die Ratten in Ruhe. Sie haben genauso ein Recht. Du bist so tschüss. Gut wie tot. So, hier bleiben wir mal ganz kurz. Denn in Büschen versteckt es sich ja bekanntlich ganz gut. Okay. Weiter geht's. Kommt ein Glatzi, Ivy. Vielleicht solltest du mal andere Seite. Danke. Hier müssen nur noch irgendwo Freiwillige fürs Erschlagen da sein. Das gibt's doch nicht, dass das nur zwei Möglichkeiten gab. Da hinten. Da hinten habe ich zumindest was gesehen, was man losbinden kann. Da müssten dann ja eigentlich auch Leute drunter stehen, oder? So Freiwillige gibt es eigentlich immer. Komm, enttäusch mich nicht. Bitte, 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 enttäusch mich nicht, enttäusch mich nicht, enttäusch mich nicht. Ernsthaft? Ah! Ein Stückchen weiter. Und tschüss. Plopp. Sehr gut. Das haben wir geschafft. Synchro müsste entsprechend jetzt vorhanden sein. Da vorne ist einer, da hinten ist noch einer. Eigentlich habe ich noch genug Wurfmesser. Ah, er kommt nicht so nah ran. So, wie komme ich hier jetzt rein? Sehen wir uns doch mal um. Hoppla, Entschuldigung, darf ich mal? Lululul.
Noch ein Glatzi. Da sind zwei. Was macht Sir David eigentlich da drin? Keine Ahnung. Und ich will nicht fragen. Denn des Nachts leuchtet ein gespenstisches Licht durch die Gitter, als kämen die Toten aus der Hölle gekrochen. Oh, ein verkappter Poet. Was noch? Sonst nichts weiter. Und du kümmer dich um deine Arbeit. Aber manchmal hört man Schreie. Wirklich? Was geht's dich an? Geh wieder an die Arbeit. Ach komm, was soll's. Hey, schnappt ihr euch! Schade, dass das nicht funktioniert hat. Einer muss hier in den Rücken fallen! Was war das? Du wolltest mir in den Rücken fallen? Na, so ein rassiges Vibe. Schön. Aber wo kommen wir hier rein? Da. Das sah gut aus. Ja, da ist der ja. Tschüss. Der Eingang zu Brewsters Labor. Okay. Okay. Danger! Sieht echt gruselig hier aus. Geronimo! Und weiter geht's. Fähigkeitsupgrades verdienen Sie Erfahrungspunkte, indem Sie Eigenschaften freischalten oder Massenereignisse, Erinnerungen und Aktivitäten abschließen. Pro 1000 Erfahrungspunkten erhalten sowohl Jacob als auch Evie einen Fähigkeitspunkt, den Sie für neue Fähigkeiten ausgeben können. Erwerben Sie Fähigkeiten, um mit Jacob und Evie höhere Level zu erreichen und bessere Ausrüstung nutzen zu können. Finde ich gut. So, Evies Fähigkeiten. Für jeweils 1000 Erfahrungspunkte erhalten Sie einen neuen Fähigkeitspunkt, genau. Investieren Sie 4 Fähigkeitspunkte, um das nächste Level zu erreichen. Wir haben jetzt 2. Das ist wahrscheinlich alles, was wir noch nicht haben, oder? Oder ist das, was wir haben? Schleichen können wir. Luftattentat können wir. Niederschlagen. Pfeifen. Konterschüsse können wir auch. Adlerauge, Raser. Beim Fahren einer Kutsche. Okay. Das können wir. Das können wir. Das können wir auf jeden Fall alles. Alles, was Gold ist, können wir. Die Frage ist jetzt nur, das sind Evies Fähigkeiten. Warum wird Jacob gezeigt? Ich glaube, wir sollen das Doppelattentat nutzen. Und das mache ich auch. Will ich auf jeden Fall. Doppelattentate sind immer sehr praktisch. Was nehmen wir noch? Schlösser knacken. Definitiv. Her damit. Yay! Okay. Boah, ist das schön. Hat das nicht Sinn gesprochen? Nein, hat das nicht. Also tu, was dir gesagt wird. Und übrigens, für dich immer noch, Sir. Die Männer sind müde, Sir. Es wird doch jemand verletzt. Tschüss, Sir. Gern geschehen. Hab ich gern gemacht. Okay.
sieht irgendwie ziemlich unschön hier aus. Nein, nein, bleib mal so. Ich mag ihren Zopf. Sie hat eine tolle Frisur. Komm, komm. So. Moment, da stand doch eben was. Oh, Parcours nach oben. Ah, okay. Ich gewöhne mich langsam an die Steuerung. Es kann nur besser werden. Der Edensplitter. Erhöhen Sie die Stromstärke. Aber dann würde es instabil, Sir. Sie haben mit Thorn gehört. Wir brauchen Ergebnisse. Sofort. Bei Gott. Das Schwarzlicht wird es vollständig transparent. Dieses Wolfgang. Die Assassinen gehen unter? Das glaube ich noch nicht. Hoch da. Komm, Ivy. Trau dich. Okay, sie will da nicht hoch. Offensichtlich. Das Ding greift an. Habe ich das gerade richtig gesehen? Da bist du. Es ist Zeit, sich zur Ruhe zu betten, Sir David Brewster. Aber es gibt noch so viel zu entdecken. Nur keine Angst. Hab ich nicht. Gott wird mich schützen. Ich setze Ihr Experiment fort. Sie halten Starrett nicht auf. Methorn hat bereits einen weiteren Edensplitter gefunden, noch mächtiger als der letzte. Dann hole ich mir den auch. Wir kämpfen um das, was wir nicht mitnehmen können. Das ist unsere Natur. Das wäre mal eine Option. Komm schon, Ivy. Gar nicht creepy. Nein. Das sah irgendwie schmerzhaft aus. Oh, untertauchen. So. Ah. Es war reichlich knapp. Ich brauche einen Ausgang. Dann suchen wir doch mal nach einem Ausgang.
Ich stehe auf Ivys Klamotten. What? Fast geschafft. Gott, wie gruselig. Da würde ich, glaube ich, echt Probleme kriegen. Jetzt komm! In zu engen Räumen fühle ich mich doch etwas unwohl. Oh, das sieht nach einem Ausgang aus. Ein einfacher Plan, abgeschlossen. Wunderbar. Ich mache natürlich jetzt gleich weiter, aber trotzdem verabschiede ich mich heute bei euch, denn der Part ist schon lang genug. Das hier ist der Einstieg in Assassin's Creed Syndicate. Ich muss sagen, die Zwillinge gefallen mir äußerst gut. Sie machen eine sehr gute Figur und reihen sich ganz gut in die sympathischen Charaktere von Assassin's Creed ein. Das war sehr viel gut in einem Satz, in mehreren Sätzen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr euch das Ganze hier anschaut. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es wieder heißt, nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Zurück im viktorianischen Zeitalter. London. Es ist so schön. Schnitzelmama over and out.